Vor 30 Jahren gründeten 10 Organisationen in Deutschland, darunter NGOs wie Brot für die Welt und Miserior, eine kleine Initiative, die sich für Kaffeebäuerinnen und Bauern in Lateinamerika stark machte. Die Vision damals wie heute? Den globalen Handel fair gestalten. Durch Miteinander und Dialog zwischen ProduzentInnen, Exporteuren und VerbraucherInnen. Was damals noch eine idealistische Idee Einzelner war, ist heute aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mehr als 780 Fairtrade Towns, 800 Schools, 37 Universitäten, 35 Mitgliedsorganisationen. Die Fair Activists, über 450 Importeure, Marken, Händler und viele weitere Aktive zeigen, dass Fairness nicht nur eine Vision ist, sondern im Hier und Jetzt stattfindet. Sie alle zeigen, wie Fairness im Alltag gelebt werden kann. Sie alle leben Fairan. Heute ist Fairtrade Deutschland das bekannteste Nachhaltigkeitssiegel und Teil eines weltweiten, einzigartigen Netzwerkes. Gemeinsam mit den Produzierenden stemmen wir uns gegen die Auswirkungen des Klimawandels, entwickeln Lösungen für Einkommens- und Lohngerechtigkeit und setzen uns für faire Lieferketten und eine gerechte Handelspolitik ein. Danke an alle, die uns auf diesem Weg unterstützen, fördern und inspirieren. An alle UnterstützerInnen, FreundInnen und KritikerInnen. Unser gemeinsames Engagement bewegt nicht nur, sondern macht einen entscheidenden Unterschied im Leben von 1,9 Millionen Fairtrade-ProduzentInnen weltweit. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Auch 30 Jahre nach Gründung hat Fairtrade einen klaren Auftrag. Die Zukunft fair gestalten. The future is fair.